Da ist ja auch noch einer. What the fuck geht jetzt hier ab? Käse. Ich weiß nicht, was ich mit Käse anfangen soll. Ich mag den irgendwie nicht. Und damit herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate. Wir starten wir mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, neues Jahr, neues Glück. Wir sind letztes Mal hier im Deep Dark, ja, runtergekommen. Und wir haben diesen netten Mindflayer hier getroffen, der uns jetzt helfen will. Wir müssen ihm aber ein paar Materialien bringen. Wir wissen natürlich nicht, ob wir ihm trauen können. Aber was haben wir schon großartig zu verlieren? Außerdem wollen diese Pilze auch noch Hilfe. Wir sollen zu ihrem Anführer kommen, der wahrscheinlich hier oben ist. Hier ist das Sovereign Spawn. It's planting spores. Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker. I show you a memory. Watch and listen. A violent vision grips you. Dwegar, dark dwarves chopping Myconid remains. They broke our peace. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The Sovereign's song halts as it measures your worth. I sense your resolve. You will find Dwegar invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. I admit, I like this one's approach. A little genocidal, but effective. Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Warum greifen sie euch denn an? Why did the Sidurgra attack? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwegar. The Dwegar seek a gnome. It is a guest. You harbor a fugitive gnome? Admirable of you. The Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Sure, I can handle the Sidurgra nearby. An illusion comes over you. A Dwegar, choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. Ich werde aber erstmal mit denen reden, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht. You one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Riches of magic and mind. Cleanse the rot. And they are yours. You do the circle a service. We will await word. What the hell did you do to this corpse? We breathe life into our enemy's flesh. The dead make a fine host for my growing children. If I die down here, destroy my corpse. The spore holds such power. How might I gain this knowledge? You may not. The spores hear only the circle. They dance to no other harmony. Okay. Ja gut, gehen wir mal hier weiter. Mal sehen, was hier so auf uns wartet. Fleshwalker. Tongue. Reach into memory. Tell me of home. Okay. Wer bist du? Baldurian. Envision the banks of the Chiantha, green and fertile. It cringes in response to your sunny vision. It reveals its own home in reply. A humid cove filled with decaying Myconid corpses. God destroyed my people. I am a sovereign with no circle. This circle does not welcome me. But I have heard the song.
You mean to cleanse the Dwergar rot. I mean to join you. Hey, very well, you may join me. Remain in the Underdark, and I will follow. We cleanse the rot together. Jetzt hat er aber weniger Leben als vorher, oder? Ach nee, der war das, der so hoch war. Swarming Toadstool. Hier sind sehr, sehr viele Pilze. Kann ich denn jetzt noch einen zweiten Begleiter heraufbeschwören, während der eine schon da ist? Gucken wir mal, wenn wir den Imp heraufbeschwören. Na, tatsächlich. Na gut. Bisschen Loot, hier wurde gekämpft. Money. Das Problem ist jetzt, wenn der mich begleitet, weiß ich nicht, ob die Zwerge damit sich reden lassen. Aber wir schauen mal. Wo hast du die Trap gesehen? What? Geck! Got someone sneaking up on us! Hold up your palms in peace. You got a bloody rot flower for company? Must have let it get in your head. My axe will fix that in no time. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, aber wo kommt der auf einmal her? Der war doch gerade nicht da. Wie viele Leute sind das? Lauf erstmal hier rüber, beiß ihn. Achso, schubsen geht jetzt nicht mehr. Ich vergesse immer, dass das Beißen auch eine Bonus-Action ist. Keine Ahnung, blind ihn vielleicht. Der belebt die einfach wieder. Da ist ja auch noch einer. What the fuck geht jetzt hier ab? Und wo kommt der her? Okay, der muss an die Seite geschafft werden. Und du lauf mal aus dem Feuer raus. Weg mit dir. Warum kannst du die... Ach shit, du hast keine Spellpoints. Wir hätten vorher resten müssen. Naja. Gut, zu spät für das. Okay, die haben relativ viel Leben. Was mir nicht gefällt. Und was mir noch weniger gefällt, ist, dass ich hier ein bisschen im... Ja, gethreatet werde. Na gut, du hast trotzdem eine 50%ige Hitchance, also schießt ihn einfach mal ab. Natürlich musst du verfehlen. Dann schubst die einfach mal da runter. Oder auch nicht. Dixis, du solltest jetzt am besten auch mal zurückrennen, weil von der anderen Seite kommt da jemand, mit dem du nicht gerade dealen möchtest. Aber dann kannst du wahrscheinlich auch nichts anderes machen, ne? Achso, weil du geblindet bist, könnte eventuell auch daran liegen. Ja, dann mach mal eine Illusion. Warum ist sie jetzt disappeared? Naja, ich hinterfrag's nicht. Dann hau doch mal ein bisschen um dich herum. Dann ist Tyrion... Keine Ahnung, schieß mal ihn da ab. Warum überleben die alle? Ich verstehe es gerade nicht. Können wir sie nicht... Doch, wir können sie töten. Warum geht die Kamera immer da runter? Achso, weil da unten noch ein Unsichtbarer rumrennt, ne? Ja, da ist... Oder da oben. Das war schon mal unser Spore-Freund. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob wir das hier überhaupt überleben. Von daher... Da ist noch jemand. Der hat gerade Tyrion umgebracht. Oh, ich bin hier runtergeflogen. Das ist auch nicht gut, vor allem, weil ich immer noch blind bin. Ja, das sieht gar nicht gut für uns aus. Der hat echt was gegen Dixis. Der geht die ganze Zeit nur auf ihn drauf. Jetzt wird auch noch wer wiederbelebt. Ich bin geslowed, ich bin geblindet. Was geht denn hier ab? Komm, ihn nehmen wir aber noch mit. Weg mit dir. Guten Tag, Freunde. Was geht hier oben so?
Wir haben ihn erstmal wieder sichtbar gemacht. Und jetzt sind wir tot. Okay. Entscheiden wir uns mal dafür, diesen Typen hier nicht mitzunehmen. Ach komm, ja, lassen wir den mitkommen. Die anderen Antworten gefallen mir nämlich sonst nicht. Aber wir gehen jetzt mal ein bisschen vorsichtiger hier vor. Als allererstes beschwören wir mal wieder unseren, nicht unseren Imp herauf. Wir machen erstmal ein Camp. Dann gehen wir natürlich wieder den Hund streicheln, so wie immer. Denn das muss sein. Und dann geht's auch schon direkt weiter. Shadowheart hat was zu sagen. There's something I want to talk to you about. Something important. Well, now I'm intrigued. Do continue. I could have died in that pod, back on the Nautiloid. You could have died, spending precious moments trying to free me, but you did it anyway. I owe you my life. Okay. I'm trying to say that you've earned my trust in a way very few ever have. I want that to mean something. I want you to know more about me, at least from what I can remember. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justicia. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. To become a Dark Justicia is to become the Night Singer's sword arm, her implement with which she will cast down the unbelievers and win the final battle to restore her perfect, endless darkness. It's all I ever wanted. I prayed it was my calling. But Mother forbid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, Mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave. Das habe ich mir schon sowas gedacht, in der Art. Sometimes I wonder if she would ever deem me ready. I owe her everything. And I only wish to serve, yet she can prove inscrutable. Do you think she'll ever relent and make you a Dark Justicar? I don't know. Perhaps if I succeed in my mission and reach Baldur's Gate. Hope has little place amongst Lady Shah's children. It's an illusion, a distraction. For this, I hope my time will yet come. Thank you for sharing. Okay, und dann schauen wir mal, wie wir gegen diese Zwerge vorgehen. Ich frage mich immer noch, wo die herkamen. Aber die waren vielleicht unsichtbar, ne? Er hat ja auch... Also, letztes Mal hat er hier eine Trap gesehen, aber... Okay, weg hier. Wir wurden bei irgendwas gespottet. Vielleicht sollten wir Shadowheart vorgehen lassen. Irgendwo sind hier die Leute. Aber wir sehen sie nicht, das ist das Problem. Hier in der Ecke stand ja einer. Was ist, wenn wir da einfach hinschießen? Passiert gar nichts erstmal. Don't waste a step. What? Gek! Got someone sneaking up on us! Attack. Wir wissen ja eh, dass sie angreifen, egal was wir machen. Und wir müssen den da hinten unbedingt außer Gefecht setzen. Der macht nämlich auch viel Schaden. Du kannst aber da nicht hinlaufen, ne? Dann lauf mal hier hoch, dann bist du ein bisschen auf dem Highground. Ich glaube, Shadowheart geht hier runter und blockiert die anderen von hochkommen. Könnte dann schon mal auf ihn da schießen. Können wir das von hier oben aus machen? Kannst du das nicht von hier aus machen? Dann halt das. Okay, er wurde gesaved. Naja. Gib dir mal ein Shield of Faith. Wie viel Leben hat er noch? 17. Dann schieß mal einen Blitz auf ihn. Nice Crit. Und dann geh selber hier in die Richtung. Ja, ihr seid alle surprised, deswegen wirst du jetzt mal gefinished. Das braucht keinen Crit.
Okay, Assyrian, du gehst nicht vom High Ground runter, aber du kannst ihn ja auch so angreifen. Theoretisch. Mit 20% Hitchance. Verfehlt, aber damit haben wir ja gerechnet. Shadowheart, jetzt kommt ein Guiding Bolt. Nice Hit und geh hier wieder hoch. Können wir ihn angreifen? Ja, können wir. Da wir im Advantage sind, machen wir das doch direkt mal mit Stufe 2. Was ist er denn da für einer? Und er hat sich selber so gedamaged. Dann schießen wir ihn doch mal weg. Wir sind im Vorteil, also kein Crit. Wir können ihn einfach so wegknallen. Lauf du mal hier rüber. Das bringt nichts, wenn wir hier alle so auf einem Ding hocken. Das ist eher schädlich als alles andere. Ich habe auch vergessen, meinen Imp heraufzubeschwören, aber macht nichts. Shadowheart ist umstellt. Aktivier einfach mal deinen Blitz. Wir schocken die jetzt. Und laufen dann auch mal ein bisschen aus dem Weg. Dixis, mach mal ein bisschen AOE, wenn du kannst. Am besten auf alle. Ich verstehe nicht, warum macht das bei Shadowheart Schaden, aber wenn Gale das macht, dann nicht. Naja. Okay, Styrian. Knall ihn da weg. Gale, mach du auch nochmal Feuer. Okay, Gale hat anscheinend irgendwas, dass das die anderen nicht trifft. Dann sollte ich Dixis das nicht mehr machen lassen. Naja. Okay, wir schießen mal einen Feuerball hier auf jeden von denen. Zwei auf ihn. Asterion, knall ihn da weg. Und Gale, finish ihn am besten. Mit einem Crit, nice. Aber es rennt immer noch wer unsichtbar durch die Gegend. Dixis hebt sie auf und rennt weg. Wir können gerade nicht viel machen, außer zu warten, bis der Typ sich zeigt. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, wo der ist. Er kommt gerade hoch. Okay, er greift den Pilz an, er ist dumm. Da wird schön gekrittet von Gale. Der Styrian. Kannst du ihn finishen? Nice. Okay. Das war's schon? Ja, lass mich aber erstmal hier gucken. Der hier hat nämlich eine schöne Axt, die wir erstmal an Shadowheart schicken können, um zu gucken, ob sie damit umgehen kann. Käse. Ich weiß nicht, was ich mit Käse anfangen soll. Das andere sind ja nur reanimated corpses, die haben auch alle nichts. Naja. The tumor is excised. The Dwega are dead. Here I break. Ground. From the dark will a mighty circle rise. My song will fill the grotto. Ey, du hast auch gerade so überlebt, ey. The grotto may sustain but one sovereign. In the age of glut, there may be no spore. Eliminate the other sovereign. You turn on Spore who gave you shelter? A fate it has earned. My circle long suffered while the Dwega flourished. I sang to Spore for help. Yet it cowered in the grotto and let my people be slaughtered. Choose, smooth mind. Help me grow a mighty circle and reap the reward.
or protect the precious poltroon as it waits for the Circle of Glut to devour it whole. Ich mag den irgendwie nicht. If you're so eager for blood glut, then let me give it to you. You shall never again know home. Du hast ein HP, Junge. Warum hat er jetzt 104 HP insgesamt? Why? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das ist unfair. Kannst du ihn beißen? Nein, das ist eine Pflanze. Kannst du dann irgendwo hinspringen? Kannst du hier drauf springen? Das ist gerade eine richtig scheiß Position. Okay, du kannst hier rüber springen. Und dann lauf mal wieder hier hoch. Das ist gar nicht gut, aber wir sollten uns erstmal heilen. Gale, geh ein bisschen aus dem Weg. So ein Shockwave wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Naja, egal. Schieße erstmal einen Feuerball. Müssen die Pflanzen nicht besonders... Ich meine, wir werden ihn finishen können. Ich weiß nur nicht, ob Dixus seinen Angriff da überlebt. Oh. Nee. Lol. Alter. Please stop. Okay, lauf hier rüber, schieß einen Guiding Bolt auf ihn. Und heal Dixus am besten. Der ist da ein bisschen an der Scheißposition. Du finish ihn. Mit einer Shockwave. Und der saved sich. Der ist too heavy zu schaffen, natürlich. Kannst du ihn schaffen? Ja, aber ich mach, glaube ich, lieber die Offhand Attack. Dann knall ihn einfach ab. Das ist doch Kacke! Finish ihn! Mann, jetzt verfehl ihn doch nicht! Finish du ihn! Nun kannst du ihn schaffen. 20% Chance, aber... Natürlich nicht. Warum bist du nochmal dran? Ich meine... Es ist gut, aber ich verstehe es nicht. Ist es Tyrion nicht mehr im Kampf oder so? Der ist... Hä? Das war irgendwie jetzt komisch mit Styrian, aber naja. Styrian, finish ihn bitte. Kannst du ihn beißen? Das ist auch eine Pflanze. Dann halt nicht. What the fuck geht hier jetzt ab? Meine Güte. Bitte heb die jetzt beide auf. Und dann macht eine Short Rest. Und dann bist du direkt noch eine, weil... Ich will hier nichts riskieren. Wir campen wahrscheinlich eh gleich. So, was hatte der denn jetzt so dabei? Ein paar Rollen auch. Irgendwas von den Sachen, die wir brauchen, war Rook. Das brauchen wir doch, dieses Rook-Morsel, oder? Ich meine zumindest, es wäre eine von den Sachen gewesen, die wir brauchten. Der Korps, der hat doch jetzt wahrscheinlich nichts dabei, oder? Warum bin ich langsam? Bin ich wieder überlastet? Ja, ganz leicht. Ich glaube, solche Sachen können wir auch mal ins Camp schicken. Diese ganzen Bücher, die ich mitgenommen habe, brauche ich wahrscheinlich gar nicht, aber... Naja, was soll's. Jetzt können wir erstmal unserem Pilzfreund hier oben sagen, dass die... Pilze, die Zwerge tot sind. Und dass ihn sein Freund da verraten hat. Und wir ihn dann auch getötet haben. Ich hoffe, der wird darüber glücklich sein. Greets you with a harrowing elegy, cheerless as the new moon. I have slain the creature called the Glut. It was scheming to slaughter your circle. You are one with Spore. Your throat tightens.
and relaxes. The air is serene, your mind untroubled. And I sense only silence from the Dwergar hunters. The rot is cleansed. The songs we sing now carry your spirit. You shall now be called Kin Spirit. You aid us in good faith. In good faith, I thank you. The Guardian Gate is open. Go and claim your reward. But before this, I have another boon to ask of you. You have cut out the Dwergar Blight, but not its source. In your mind's eye, Spore shows you a drow striding among Myconid dead. Nir, this one is called. He hunted us. Hunt him in turn. Bring me his head, and I will know my circle is safe. Consider it done. I will bring Nir's head to you. The drow lurks in the ruins beyond the lake. Bring him death and return. Wer ist das denn hier? Don't. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon. Most likely held by the poisoner. Haben wir das denn? Who did this to you? Slashed me. Consider what you know of Dwergar poison lore. Bin ich denn in Medizin bewandert? Ich habe auf jeden Fall Advantage. Und verkacke trotzdem. Roll again. Da geht doch. Gut, dass wir inspired sind. Like dwarves, Dwergar have innate resistance to poison and thus no need for intricate brews. Though deadly if left untreated, the poison can be cured by the antidote or natural remedies. Ja, haben wir das denn? Weil hier steht das ja, aber haben wir das denn? Ich weiß nicht, woher wir das haben, aber okay. Ah, Gott! Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? It's always useful to be owed a favor. I thank you for your help, but I gotta get moving. It hurts. God's what? Garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Take it easy and tell me what I can do. Seems you're the helping kind. All right. I need you to rescue my kin. Oh. Not charity, mind. We can pay. We're Ironhand Clan. Best artificers in Baldur's Gate. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Ich wollte schon sagen, so, ja, ganz normal. Ja, was kann ich hier für dich tun? Ja, hilf einfach mal meinem ganzen Volk. Ja, gut, kein Ding. Mach mal eben. What are the Dwergar digging for? Some dusty temple. It doesn't matter. They'll work my clan to death before they ever get near it. What was this expedition your clan were on? Just mining for materials. Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. But our work pays well. Help my clan, and we'll make it worth your while. I swear. Persuasion, you're lying. Machen wir noch ein bisschen Guidance. Ja, easy. Auch ohne Guidance. Aber naja. Safe ist safe. Bei einer 15.
Fine. It's complicated, but my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's all I can say. But it's worth a lot to us. Understand? No, I don't understand enough evasion and explain Look, it. You've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell. I swear it. If you need to go your own way, I respect that, but still, I'm asking. All right, I'll free your people if I can. Thank you. Only wish I could go with you. But here. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. I'll mark where I made my escape and wait here, I suppose. Not much choice, eh? Boots of Speed! Click Heals, Class Action. Ja, könnte er Styrian tragen. Jetzt möchte ich aber auch mal sehen, was der Spell bringt hier. Click Heals. Das ist eine Bonus Action. Ja, ist eventuell nicht schlecht für ihn. Warum können wir diesen Backpack dadurch wühlen, ohne dass es als Diebstahl angesehen wird? Weil da nichts drin ist. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber naja. Wo war jetzt diese Trophy hier unten? Kriegen wir noch einen Reward. Hier ist auch noch eine Ziege. Was hat die denn sozusagen? Want Master back. He treats me good now. Doesn't kick me anymore. Anymore? Wer ist denn dein Master? Waiting for Master. Miss his scratches. Can't live without him. Okay. Pale Corpse. Flump Mating Ritual. Read. The cover proudly announces this book to be Flump Mating Rituals. Examine the book closely. Können wir noch mal ein bisschen Guidance bekommen? Ah! Okay. Er sieht gar nichts. Roll again, wir sind noch inspired. Na, geht doch. The scrutiny proves too much. The lurid text melts away before your eyes. An illusion. What remains are simple instructions written in a spare hand. The secret to forging adamantine. Haben wir das jetzt gelernt oder? Ja, wir stecken es auf jeden Fall ein. Among the Sharons dwelt the gnome Silofjalli, whose talents for wizardry were known from Kernel Keep to sorcery. Under this tutelage, the Sharons built the great forge, which could heat mithril with such vigor as to turn it into adamantite. With this astonishing metal, they could mold the finest blades and armor. Yet the jewels of Jarli's eye was not the forge itself, but the protector he conjured from the magma to guard it. A construct said to be so mightily that no blade could fell it and no spell could pierce it. Instructions for operating the great forge are listed underneath. Ingredients: raw mithril ore and a proper mold. Place the ore and mold into their respective chambers. Pull the lever to lower the hammer and prepare the ore for smelting. Open the valve to allow into the crucible and to drop the hammer again to forge the product. Ja gut, dafür brauchen wir aber die Schmiede. Wir nehmen einfach mal alles mit, was der so dabei hat. Ich weiß nur nicht genau, was das alles ist. War das jetzt das Buch? Weil. Ja. Dann nehmen wir das am besten auch mal mit. Was liegt hier sonst noch so? Nichts von Bedeutung. Hier ist noch was. Shrouded in Shadow.
Okay, Lixis, zieh das einfach mal an. Das sieht ja auch ganz nett aus. Was lernst du dadurch für ein Spell? Invisibility ends only if you attack. Ja, gut. Das ist einfach eine Invisibility. Und ich glaube, das war's. Aber was hat's hier mit diesen Glowing Rocks auf sich? Okay. Können die praktisch meinen, sozusagen? Die großen auch? Okay, muss man aufpassen, dass man nicht von Debris gehittet wird. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob uns das überhaupt irgendwas bringt. Von daher, ich meine, wir haben jetzt diese Shards. Das ist übrigens auch eine Lüge, was an diesem Kristall dran steht, weil er ja dran steht. Only bigger stones are suitable for mining. Nee, also, ja gut, die sind ja auch ein bisschen größer. Es ist Definitionssache, aber die ganz großen hier, da war irgendwie gar nichts drin. Die sind nur durch die Gegend geflogen. Aber naja, machen wir hier erstmal Pause. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten, wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Baldur's Gate. Bis dahin, bye bye.